Wenn es um KK-Waffen geht, gibt es das eine oder andere, was man durchaus beachten sollte. Insbesondere dann, wenn man sich eine neue Waffe kauft. Dazu möchte ich kurz was sagen. Mittlerweile bin ich ja durchaus im Besitz von zwei unterschiedlichen KK-Waffen. Unterschiedlicher könnten sie von der Art her eigentlich gar nicht sein. Ich habe auf der einen Seite meine damalige Spopi, die FN Browning International 2. Das ist eigentlich eine reinrassige Sportpistole, wie sie gerne im DSB verwendet wird. Sehr präzise, entsprechend gefertigt. Da geht es auch nicht darum, dass man bei diesem Gerät hier schnell einen Magazinwechsel durchführen kann, weil da halt hinten diese Magazinspange hat und. Somit halt natürlich für die ein oder andere Disziplin, für die ich sie gerne verwenden möchte, nicht wirklich geeignet. Dann haben wir die CZ P07. Das ist die Kleinkalibervariante der aktuellen kompakten Dienstpistole von CZ, der P07. Ein sehr lustiges, aber durchaus präzises Gerät. Warum erzähle ich euch das? Immer wieder kommt die Frage auf, insbesondere bei KK, die immer darauf abzielt, wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus? Welche Munition kann ich nehmen für KK-Waffen? Noch stärker als bei großkalibrigen Kurzwaffen kommt es bei den KK-Waffen auf die Munition an. Auf die Munition kommt es deswegen an, weil sich danach auch richtet, ob die Waffe zum Beispiel zuverlässig funktioniert. Ich kann bei einer großkalibrigen Waffe, kann es passieren, ich habe eine Pistole, die verträgt zum Beispiel Hollow-Point-Geschosse nicht. Ich habe eine Pistole, die verträgt vielleicht keine Kegel-Stumpf- oder Semi-Wad-Cutter-Geschosse. Bei einer KK-Waffe ist es noch ein bisschen extremer. Der eine mag HV, also High Velocity, sprich stärkere Munition oder braucht sie sogar, um zu funktionieren. Der andere braucht Standard Velocity. Der eine mag beschichtete Patronen, der andere mag nicht beschichtete Patronen. Der eine kommt mit Hollow Points klar, der andere nicht. Der eine kommt mit stärker gewachsenen Geschossen klar, der andere kommt damit nicht klar. Der eine braucht dieses Wachs sogar, um überhaupt zuverlässig zu funktionieren. Die FN International 2 habe ich seinerzeit gebraucht gekauft. Sie läuft heute noch zu 100% zuverlässig. Ich hatte mit dieser Pistole, egal mit welcher Munition ich geschossen habe, noch nie in irgendeiner Form eine Störung. Weder in der Patronenzuführung, noch dass sie irgendwie mal nicht ausgelöst hätte oder wie auch immer. Mit der P07 habe ich jetzt in Summe, ich glaube, 9 verschiedene Patronensorten verschossen. Und die sind alle soweit stabil gelaufen. Ich hatte eine Sorte, da gab es hier und da mal vielleicht eine Patrone, die er nicht sauber wieder einführen konnte. Das heißt, er hat sie beim Fangen, beim Zugehen des Verschlusses nach dem Schuss, hat er die Patrone nicht erwischt und hat sie nicht zugeführt. Das kann passieren, wenn zum Beispiel die Standardladung, die SV-Ladung, zu schwach ist, um den Schlitten komplett zu öffnen. Das kann passieren. Aber das ist dann, sage ich mal, eine einzelne Patrone meistens gewesen, weil alle danach folgenden sind gelaufen. Und ich hatte in zwei Fällen ein Zündversagen. Das kann die unterschiedlichen Gründe haben. Das schiebe ich noch nicht mal so in dem Moment auf die Waffe. Ja, da hinten es war eine ordentliche Delle im Hülsenboden vorhanden, dass also die Zündmasse hätte auslösen sollen, hat sie aber nicht. Das heißt, es kann ein Fehler innerhalb der Produktion dieser Patrone gewesen sein. Das heißt, da gehe ich noch nicht mal auf die Waffe drauf, ganz ehrlich. Nun ist es aber so, ich bin, nachdem ich die Waffe abgeholt habe, direkt zu einem Händler und habe mir dort verschiedene Munitionssorten geholt. Und zwar 6 verschiedene an der Zahl. Das muss man leider Gottes so machen. Weil anders wird man nicht die passende Munition für die KK-Waffe finden, weil KK-Waffen sind im Regelfall sehr, sehr munitionsfühlig. Um es ganz klar zu verdeutlichen, was ich gemacht habe. Ich habe mir geholt CCI Standard Velocity. Das ist ganz normale. Man sieht es, da ist nichts schickimicki, keine Beschichtung, gar nichts. Da ist noch nicht mal nennenswert dick Wachs drauf. Ja. Lief soweit stabil. Ich könnte jetzt im Moment noch nicht mal sagen, welche Patrone den Zündversager hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. So, als Gegenzug habe ich mir dann die CCI Minimax geholt. So, hier haben wir jetzt schon einen Unterschied, allein schon. Man sieht, das ist jetzt beschichtet, copperplated, aber Rundkopf.
Mit denen hatte ich, soweit ich weiß, null Schwierigkeiten. Hier liegen wir aber auch bei 100 Schuss bei roundabout 15 Euro. Muss ich mal ganz klar dazu sagen. Laufen aber recht stabil. So, ich habe mir geholt von Federal Standard Velocity. Ist dasselbe Spiel. Ist auch wieder eine Standardpatrone. Keine Beschichtung, auch nicht nennenswert Wack. Sie fühlt sich sehr, sehr trocken an. Soweit ich weiß, ist sie auch stabil gelaufen. Im Gegenzug dazu habe ich geholt, ebenfalls beschichtet, High Velocity Hollow Points. Sind auch stabil gelaufen. Ich habe geholt Winchester T22. Das ist jetzt wieder eine Standard Velocity, also Standardgeschwindigkeit. Die hier sind extremst gewachst. Das sieht man auch, die sind von der Farbgebung her wesentlich stumpfer. Sind aber auch soweit eigentlich gut gelaufen. Es kann aber sein, dass hier auch diese Zuführprobleme gewesen sind. Muss ich beim nächsten Mal schießen, schlicht und ergreifend mal beobachten. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Creme de la Creme geholt, zwei Schachteln, und zwar die RWS Target Pistol. Diese ist halt von RWS extra für die Benutzung in halbautomatischen Pistolen gemacht. Das heißt, die wird, gehe ich davon aus, ein ganz klein wenig mehr Bums haben als eine normale Standard Velocity. Ist aber soweit eigentlich nicht nennenswert gewachst und ein ganz normales Blei-Rundkopfgeschoss. Ihr seht, ich habe da durchaus ein bisschen was reingesteckt, um zu gucken, welche Patrone funktioniert denn tatsächlich am besten, weil man will, gerade wenn es um das Thema Plinking geht, man schießt schnellere Serien, man schießt vielleicht auch ein bisschen zum Spaß, man geht vielleicht auf Fallplatte drauf. Man macht vielleicht ein bisschen Speedschießen, also mehrere Scheiben nebeneinander und zieht dann eine Reihe, wie beim Fallplatte-Schießen oder Ähnliches. Und dann will man natürlich, dass es dort keine Probleme gibt. Das heißt, ich muss Munition testen, um rauszufinden, welche Patrone am besten mit der jeweiligen Waffe harmoniert. Was ich zum Beispiel noch nicht probiert habe, die läuft in meiner FN absolut tadellos, ist hier von Eli ein Standard. Eli Standard, das ist auch Blei-Rundkopf. Die werde ich jetzt beim nächsten Mal, wenn ich dran denke, werde ich die mit auf den Stand nehmen, werde die auch mal testen. Das ist eine ganz normale, eigentlich eine Gewehrpatrone, wo ich diesen Bums nicht brauche bei einer Einzelladerbüchse. Das heißt, da bin ich also schon bei 7 verschiedenen Sorten an Munition. Ich hatte, wo ich die Waffe abgeholt habe, bin ich direkt auf den Stand gefahren und habe dort mit Topshot, mit Remington, mit Winchester geschossen. Auch wieder 3 verschiedene Sorten, und Remington hatte ich erwähnt, 3 verschiedene Sorten Munition getestet. Alles ist stabil gelaufen. So, habe ich eine Patrone, die stabil läuft, dann will ich natürlich auch, dass ich eine vernünftige Gruppe habe. Und das ist dann die Stufe 2 beim Munitionstest. Ich zeige jetzt mal eine Scheibe der Schande. Das ist jetzt eine NPA-Scheibe, mit der ich beim letzten Mal auf dem Stand geschossen habe. So, ihr sagt euch jetzt erstmal, okay, das ist aber ganz schön gießkannenmäßig. So, wenn ich euch aber jetzt sage, dass ich hier oben diese 10 Treffer einfach rausgeschossen habe, auf 7 Meter genau diesen Punkt anfixiert und habe mit der P07 einfach geschossen, dann sage ich ganz ehrlich, das ist eine saugute Gruppe für eine schnelle Plinking-Serie. Dasselbe trifft hier unten. Und das war mit der RWS Target, Pistol Match oder Pistol Target. Ja. Das hier war eine komplette Serie, letzten Endes NPAB. Das erste Mal, dass ich die Serie mit dieser Waffe geschossen habe. Ich habe aber auch zwischen den einzelnen Disziplinen habe ich keinen Scheibenwechsel vorgenommen. Sondern ich habe einfach nur auf eine Scheibe geschossen, habe mir dann verschiedene Punkte ausgesucht, um dort gegenzuschießen. Um einfach ein bisschen schonender mit dem Vereinsmaterial umzugehen. Ihr seht, wenn ihr eine neue Waffe kauft, insbesondere wenn es eine kleinkalibrige Schusswaffe ist, kommt ihr um einen sehr, sehr ausgiebigen und zeitintensiven Test nicht herum. Rein theoretisch müsstet ihr sogar jedes Mal gleiche Bedingungen schaffen und mit einer sauberen Waffe anfangen. Das heißt, 50 Schuss meinetwegen der einen Sorte raus, Waffe reinigen, dass ihr mit den nächsten anfangen könnt. Theoretisch, mache ich aber eigentlich nicht. Ja? Eine Waffe kann sich schon wieder dann nach dem Putzen ganz anders verhalten. Ja? Deshalb, wundert euch nicht, wenn ihr eine KK-Waffe neu erworben habt, ob eine Ruger, eine FN, eine CZ, spielt absolut keine Rolle. Wenn ihr eine neu erworben habt und sie läuft nicht 100% stabil, hey, holt euch so viel Munition, wie ihr könnt, unterschiedliche Sorten. Nicht mehr als 100 Schuss pro Sorte. Und damit geht ihr auf den Stand und testet. Und wenn ihr eine Patronensorte gefunden habt, die funktioniert, die stabil läuft,
dann geht ihr an die Präzision dran. Macht nicht den Fehler und gleicht beides zur selben Zeit ab. Du kannst eine wunderbar präzise Patrone haben, die aber nicht zuverlässig läuft. Hast du nichts gewonnen. Du kannst eine super zuverlässige Patrone haben, die aber nicht präzise ist, sondern streut wie eine Gießkanne. Kannst die A-Karte ziehen. Deshalb, ihr müsst bei so einer Geschichte viel, viel Zeit investieren. Und deshalb würde ich so etwas auch nicht unbedingt unmittelbar vor einer Wettkampfserie anfangen, sondern ihr müsst dort Zeit investieren, mehrere Wochen, um tatsächlich die Munition für eure KK-Spritze zu finden, die wirklich für euch und das, was ihr umsetzen könnt, funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gefallen euch meine Videos? Geil. Gefällt euch mein YouTube-Kanal? Super top. Hey, seid doch so lieb. Abonniert mich, liked mich, shared mich. Und wer mich unterstützen will, unten findet ihr die Links. Patreon, PayPal, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest. Macht's gut.